And who might you be? Ich bin Cyrus. Böser Dämon. Schick. Just a scholar of no particular repute. I was passing through and could not help but notice these odd gemstones. Are they perhaps your work? And these strange glyphs, are they not runes of High Hornbergia? Was für ein Zufall aber auch. Are they now? The tomes of ancient Hornberg were lost long ago. No ordinary scholar would be privy to this knowledge. But how could any self-respecting academic perform such horrors? Ho ho! Seems you're more of a scholar than you give yourself credit for. They still live, yes? You know what's best for you. You'll free them at once. Well, since you asked so nicely. No, I think not. A shame. If only you hadn't come poking around in my secrets. I wouldn't have minded picking your brain. Now I'll have to settle for sucking your blood! Und mal wieder ein Gideon. Die sind aber auch echt überall, Mensch. Und jedes Mal sind sie böse. Ich bin echt schon bei dem Bosskampf? Das kann doch gar nicht sein. Das Gebiet war ja unfassbar kurz vergleichsweise. Und vor allem, ich bin echt noch nicht bereit für den Bosskampf gerade. Ich wollte noch Fähigkeiten und so kaufen. Ach, Mann. Gut, probieren wir erstmal unser Bestes, würde ich sagen, wie immer. Ich meine, geheilt sind wir ja immerhin. Aber auch nur das irgendwie. Ich bin mir da echt noch gar keine Fähigkeiten gelernt, das fühlt mich jetzt schon ein bisschen an. Wisst ihr was? Ich wiederhole das gleich nochmal. Einen Moment. Okay, jetzt habe ich ein paar Fähigkeiten zumindest gekauft. Und zwar kann sie jetzt die ganzen Doppel-Magie-Angriffe nutzen. Was doch einiges bringen sollte. Ich weiß noch nicht, gegen welche Elemente anfällig ist, falls halt gegen irgendein Element anfällig ist. Also probieren wir es mal aus. Schon mal nicht gegen Blitz anscheinend. Sehr schade aber auch. Ist auch maximal gegen ein Element auf jeden Fall anfällig, das sieht man ja schon da. Weil die Elemente sind immer rechts. Das ist ein bisschen blöd, aber ich hoffe einfach, dass er gegen irgendwas von anfällig sein wird. Weil wenn nicht, bin ich deprimiert. Wobei, er ist ja auch ein Magier selbst, also vielleicht hat er eine Resistenz dagegen. Und er beschwört Gegner. Und die können ihn beschützen. Okay, wie schön. Das ist gar nicht schön. Ja, hätte ich mir das jetzt gerade mal lieber aufgespart mit den Elementen austesten, ha? Wind! Okay, niemand ist gegen Wind anfällig hier. Vielleicht sollten wir schon mal anfangen zu buffen, wie wär's damit? Das ist ja eh so dein Hauptjob momentan. Außer dann hinterher in der Damage-Phase jetzt. Da kannst du zusätzlich noch Schaden reinhauen. So. Fangen wir damit einfach langsam an hier. Und Albrecht kann gleich ein bisschen mit Waffen hier rumtesten, würde ich mal behaupten. What to do? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Du kannst auch gerne noch BP spenden, am besten auf Primrose gerade mal. Und du bist ja auch für Debuffs jetzt zuständig, nicht wahr, Tracer? Sehr schön. Die machen auf jeden Fall gut Schaden. Ich werde auch gleich den Angriff dann vom Boss debuffen, das wäre mal eine Idee. Soll ich analysieren oder soll ich weiter reinhauen? Ich glaube, ich haue weiter rein. So, Feuer. Und die da vorne sind schon mal gegen Feuer anfällig, das ist sehr gut zu wissen. Du bist auch immer noch stärker gebufft, das ist schön. Also, wurdest du auch gerade erst, Mensch. Okay, das traue ich dann nicht. Okay, niemand ist gegen Speri anfällig, auf jeden Fall. Okay, Plan wäre. Du debuffst jetzt auf jeden Fall erstmal. Kannst du das? Ja, kannst du. Du debuffst ihn, solange es geht. Damit er uns ein bisschen weniger Schaden macht, auf jeden Fall. Und du könntest jetzt schon die Verteidigung brechen von den beiden da vorne. Will ich, das ist die Frage. Ja, komm, machen wir's. Ich hoffe, die halten nicht zu viel aus. Das wäre sonst echt ein bisschen blöd jetzt. Aber naja, mal sehen. So, du machst hoffentlich jetzt nicht mehr so viel Schaden. Cyrus ist trotzdem Tracer, ist auch fast. Das ist super. Du ruinierst mein Leben, das weißt du, ne? Du ruinierst mein Leben absolut.
Okay, ich muss aber jetzt auf jeden Fall... Ich will nicht immer nach unten gehen. Warum mache ich das automatisch? Ich weiß es nicht. Oliv des Lebens, ja, normale. Osiris. Da muss er gleich nochmal geheilt werden, aber oh Gott, tut mir nicht besser, dann bin ich echt angepisst. Oh, er debufft uns. Aber nur unsere Verteidigung, okay. Das ist auch scheiße, aber nicht ganz so scheiße, wie alles andere jetzt sonst wäre, weil ich will Schaden machen jetzt gerade. 2000 Schaden schon mal. Du kannst es auch nochmal machen. Kannst du nicht, weil du kannst so viele Boostpunkte verwenden, weil du hast leider keine aufgefüllt bekommen. Weil ich clever bin. Weil ich sehr clever bin. Oh ja. Und du kannst jetzt nochmal. Ja, den Horizontal, die muss ich reinhauen. Und. Es reicht nicht. Es reicht nicht. Und Tressa kann nichts machen, was das angeht. Tressa muss jetzt heilen. Und zwar mit einem Buntheiltraum auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich das nochmal wiederholen, leider. Oh. Das ist nett. Was soll war das gerade? Was war das für ein Schaden? Holy shit. Ihr habt das gesehen, oder? Ihr habt das genau gesehen, mit euren Augen sogar. Womit auch sonst, ich weiß es nicht. Mein Gott, war das viel Schaden. Und ich weiß nicht, was ich dagegen tun sollte. Also echt nicht. So, wir können jetzt mal verweilen, ne? Ja, ich sollte vielleicht mal endlich ihn als Tank nutzen und sowas viel machen. Ich glaube, es ist langsam der richtige Moment dafür gekommen. Aber noch nicht. Erstmal verweilen wir. Flames, burn this away. Und das erste Skelett ist tot. Super, da muss mir eigentlich gar keine Mühe mehr geben. Nur leider ist Cyrus auch wieder tot. Und wir sterben allgemein hier ziemlich krass weg, gerade alle. Warum ist dieser Kampf so schwer? Und es hat nicht mal richtig angefangen. Weil wir noch nicht mal mit dem Boss richtig angefangen haben. Oh Gott. So, leb bitte wieder. Und was machst du jetzt, wenn du tötest jemanden? Habe ich gesagt jemanden oder habe ich gesagt alle? Fuck my life. Wisst ihr, ich glaube, ich bin nicht bereit für diesen Bosskampf, habe ich das Gefühl. Also wirklich nicht. Aber wir versuchen es doch einmal. Erstmal analysieren hier. 26.000 Leben aber nur. Das sind relativ wenige. Also weniger als den letzten Boss auf jeden Fall. Aber dafür hat er halt einiges anderes zu bieten. Was echt nicht besser ist. Verdammt nochmal. Und ich kann jetzt gerade echt nicht angreifen, weil das lohnt sich noch gar nicht, oder? Lohnt es sich jetzt schon anzugreifen? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte jetzt erst direkt buffen, damit ich gleich bereit bin für... Das ist wirklich schlimmer. Dann versuche ich so schnell wie möglich das Geld loszuwerden und dann gucken wir weiter. Ich hoffe halt sehr stark, dass er sie nicht neu beschwört, aber ich kann es mir gut vorstellen. Okay, ich würde sagen, probieren wir es direkt einmal. Wir sind beide gebrochen, kriegen auch schon einiges an Schaden dabei. Jetzt ist er einmal dran, das ist okay, hoffe ich. Das ist eigentlich gar nicht mal so okay. Okay, Tressa lebt noch, dann ist es okay. Das ist sehr okay. Du kannst jetzt direkt deinen Stecksangriff reinhauen. Will ich einen davon loswerden lieber oder beide? Das will ich jetzt lieber horizontal-lieb oder lieber einen davon richtig stark schaden? Ich glaube, ich will gerade... Nein, das lohnt sich so mehr, weil wir setzen eben die ganze Zeit AOEs ein. Alles andere wäre gerade ziemlich dämlich, glaube ich. So, mehr Feuer. Mehr Feuer, ja. Und beide sind tot. Sehr schön, da ging alles so, wie ich wollte. Und er ist wehrlos. Das ist sehr schön, dass er wehrlos ist. Mir zwar ein bisschen leid passt, aber auch nur ein bisschen. Vor allem Cyrus und Ulbrich sind immer noch ein bisschen am Sterben, ne? Wir werden alle geliebt, was Verteidigung angeht. Sowohl physisch als auch magisch. Und es ist echt nicht angenehm. Echt nicht. Okay, was soll ich jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Physische Verteidigung kann ich ja immer noch buffen. Aber auch nur die physische Verteidigung halt. Nicht die elementare Verteidigung. Ich fange mit... Ulbrich an, ja. Wäre, glaube ich, gerade das cleverste. Es wird erstmal nur der Debuff aufgehoben, okay. Wir benutzen ihn gleich aufstacheln, auf jeden Fall. Aber er setzt so viele AOEs ein, der Boss. Dann bringt das halt auch nichts, ne? Ich würde gerne weiter analysieren, ganz ehrlich gesagt, ne? Aber ich. Ja, doch, machen wir, glaube ich. Du könntest auch heilen. Egal, analysieren hier. Noch gegen Dolche und noch 22.000. Okay, wir haben noch nicht viel geschafft, natürlich. Das war zu erwarten. Das war auf jeden Fall zu erwarten. Kannst du noch irgendwas gegen anfällig? Ist ja gegen Schwerter, ist ja auch anfällig auf jeden Fall. Tressa kann gleich Boostpunkte spenden, das wäre ganz gut. Das wäre sehr, sehr gut. Und du kannst weiter die Verteidigung von Ulbrich jetzt buffen, auf jeden Fall. Da. Auch für eine ganze Menge Runden gleich.
Also 7 Runden, das ist super. Das kannst du schon mal für 5 Runden aufstacheln. Will ich das? Ich glaube, das will ich jetzt. Ich guck mal, ob das was bringt. Ich gucke mal, ob das was bringt. Okay, er wird angegriffen. Das ist sehr schön. Also, das ist natürlich nicht schön für ihn, aber das ist okay. Und jetzt kann ich auch noch deine physische Angriffe erstmal ein bisschen schwächen. 6 Runden lang? 6 Runden lang. Sollte es mal reichen, hoffe ich. Und noch ein Superangriff rein. Sehr schön. Will ich die letzte Schwäche noch wissen, ist die Frage. Will ich das, will ich das, will ich das? Ich glaube nicht. Nein, das lohnt sich nicht. Du kannst stattdessen jetzt endlich mal heilen ein bisschen. So sehr lohnt es sich nicht, aber mal sehen, ob deine Heilung zumindest besser ist. Wobei ich deine Boostpunkte nicht verschwenden will eigentlich. Okay, wir nehmen ein Item dafür. Wir haben ja eh noch genug Bünde an Heiltrauben. Und die sind eh besser als ein unaufgeladener Heilskill. Definitiv. Gut. Bin ich so langsam bereit? Ich glaube, mit dir stachel ich jetzt nochmal, nicht aufstacheln, sondern verweile ich jetzt noch ein bisschen. Wie lange hält das? 3 Runden? Ja, egal. Mach es mal. Können wir notfalls noch draufstacken, auf jeden Fall. Können wir notfalls auf jeden Fall noch draufstacken. Und du kümmerst dich jetzt auf jeden Fall erstmal um die ganzen Buffs. Erstmal elementare Angriffe. Oder? Oder? Nein, physische Angriffe, dann stackt es da drauf, ne? Ja, sehr schön. Lohnt sich wesentlich mehr auf jeden Fall. Und es wird nur Olbrich gerade angegriffen. Wenn das echt so leicht geht, dann ist es super. Dann können wir das gerne so weitermachen. In der Dunkelheit, aber alle überleben ohne Probleme. Okay, sehr schön. Du heilst nochmal bitte. Mehr heilen. Obwohl, das will ich nicht. Du brauchst halt deine verdammten Boostpunkte gleich. Ja, egal, dann halt Robbe M. Hier, Olbrich, nimm sie bitte mal. Danke, das sollte erstmal reichen, hoffe ich. Er ist nicht gegen Spielrand, vielleicht ist das Problem. Schade. Okay, einen Angriff müssen wir jetzt überleben, sonst bin ich komplett gefickt. Lieber Verteidigung, das ist okay. Das ist vollkommen okay. Bin ich bereit für die Eingriffsrunde, ist die Frage. Ich glaube noch nicht. Nein, du musst noch einmal buffen, auf jeden Fall. Elementare Angriffe. Ja, nimm sie bitte. Tressa, du kannst jetzt. Kommen wir hin, wir kommen damit hin, glaube ich. Ja. Komm mal zweimal da drauf, bitte jetzt. Und du kannst zumindest noch das reicht, ne? Nicht damit natürlich, mit Kreuzschlag. Ist er gebrochen? Er macht schon mal einiges an Schaden und kann gleich noch die restlichen 3 Boostpunkte nutzen, um noch mehr Schaden reinzuhauen auf jeden Fall. So, und dann jetzt Schadensmassaker. Ich könnte es noch mit irgendwas ausprobieren, ich weiß aber nicht, ob das einen Unterschied macht, wie gesagt. So, so. Verteidigung ist nicht gedebufft. Hahaha, das kann Tressa trotzdem gleich noch machen. Ist gar nicht so tragisch, weil die meisten eh elementaren Gefäße eigentlich jetzt mal. Hier, Schneesturm, warum auch nicht? Ich glaube, das hat weniger gemacht, auf jeden Fall. So, du jetzt. Physische Verteidigung, du bist blind. Wer, du triffst das nicht, ne? Ich bin dann ein bisschen angepisst. Physische Verteidigung. Okay, eine Runde reicht ja, also 3 Runden oder was auch immer das ist jetzt, 2 meinetwegen, reicht. Du hast auf jeden Fall auch getroffen, also ist das okay. Da bin ich auch gar nicht angepisst auf dich. So. Ist alles nicht so stark jetzt, aber okay, passt schon. Wie viel kannst du noch damit rausholen, ist die Frage, ha? Das waren auf jeden Fall über 10.000 Schaden insgesamt. Ich würde sagen ungefähr 13.000, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Wahrscheinlich habe ich mich verrechnet. Ich habe auch nicht so wirklich aufgepasst. Aber so ungefähr so viel sollte das gewesen sein. Das heißt, einmal müssen wir das so machen und dann wären wir eigentlich fertig mit dem Bosskampf, wenn es alles nach Plan läuft und wenn er nicht neue Skelette ruft, wovon ich eigentlich fast ausgehe. Aber wünscht mir mal Glück bis dahin. Ich buffe neu und die buffe neu und bis gleich. Und er beschwört neue Skelette. Aber nur mit 3 Verteidigungen, das heißt, sie sind schwächer als die letzten, oder? Oder bin ich verwirrt? Ich glaube, ich bin nicht verwirrt. Weil wenn ja, dann ist das cool. Also wenn ich nicht verwirrt bin, ist das cool. Wenn ich verwirrt bin, ist es uncool. Okay, dann kann ich es aber schnell vorbeibringen, würde ich sagen. Du, gib auf seine Stärke bitte. Das passt schon. Und du setzt jetzt einmal Feuer ein. Bitte. Das hier. Ja, passt schon. Muss nicht versteckt sein. Dann kannst du jetzt meinetwegen auch direkt nochmal Feuer rein. Und warum auch nicht? Will ich das buffen? Ich will das jetzt buffen, glaube ich, ja. Ja, da hinten kriegt ihr auch noch ein bisschen Schaden zumindest, ne? So schlimm ist es ja alles nicht.
Das hat schon über 1000 Schaden auch für den Boss, obwohl der nicht mal gebrochen ist. Von daher ist ja keine komplette Verschwendung. So kann man es ja nicht nennen. Und die vorderen beiden sind tot. Er hat auch nochmal Schaden bekommen. Passt doch alles. Geht ihn jetzt wieder wehrlos. Und er hält auch nur noch einen Angriff aus. Jetzt will ich ihn aber eigentlich nicht brechen, oder? Oder doch? Die Buffs sind nicht so geil. Ja, passt schon. Er wird jetzt wohl sterben wohl, oder? Das war zweimal wohl in einem Satz. Ich mache das gerne, zweimal dasselbe Wort in einem Satz zu verwenden, nicht wahr? Ich weiß. Ob es wohl reicht, ihn jetzt umzubringen? Ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich gesagt, es war ziemlich dämlich von mir, aber das ist okay. Manchmal treffen Menschen dämliche Entscheidungen. Heute ist ein solcher Tag, an dem ich sowas tue. Nein, er ist tot. Er ist tot. Sehr schön. Es war nicht so schlimm, wie ich dachte. Er macht sehr viel Schaden. Er macht sehr viel Schaden. Aber ich habe jetzt das erste Mal Ulbrich vernünftig als Tank genutzt. Und das sollte ich öfters tun, denn das bringt echt einiges. Wenn man seine Verteidigung auch noch bufft und so, dann kann einem nicht mehr so viel was anhaben. Für gewöhnlich. Sie leben doch noch. Anscheinend echt alle, wow. Außer der, der da vorne an der komischen Wand hing, ne? Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Hallo? Ist das etwa ein Buch, was ich vielleicht gesucht habe? What in the... Das kann doch nicht sein. Ein Exemplar von Aus den Tiefen der Hölle. Ach, wie bedauerlich. Das ist nur eine gekürzte Ausgabe. Noch dazu modern übersetzt. Oh nein, moderne Übersetzungen. Und abgesehen von einigen einfachen Anleitungen zu den Riten und den erforderlichen Reagenzien, fehlen alle anderen Details. Nicht einmal der möglichen Nutzen dieser Blutkristalle wird erwähnt. Wie hast du das Buch jetzt so schnell gelesen, Cyrus? Willst du mich verarschen? Ich glaube nicht, dass du alles davon gelesen hast. Was haben wir denn da? Ein Stück Pergamentstück zwischen den Seiten. Berechnungen zur Anzahl der Versuchspersonen, die für einen Blutkristall erforderlich sind. Verstehe. Da ist eine Notiz. Erstes Exemplar erfolgreich synthetisiert und geliefert. Geliefert? Könnte es sein, dass jemand diesen furchtbaren Stein in Auftrag gegeben hat? Das ist reine Spekulation, aber könnte derjenige, der hinter dem hier steckt, in Verbindung mit dem gestohlenen Folianten stehen? Das halte ich für sehr realistisch. Guten Morgen. Weißt du etwas dazu, oder wie? Wo bin ich? Aha! Ihr weilt wieder unter uns, Fräulein. Ich fühle mich... Ja, wie fühlst du dich, hä? Scheiße? Das Schlafmittel, welches euch dieser schreckliche Mann eingeflößt hat, zeigt noch Wirkung. Ruh dich erstmal aus. Wer seid ihr? Excuse me. Eine ausgezeichnete Frage, meine Gute. Und eine, die ich gern beantworte. Dann mach es doch einfach, verdammt nochmal. Nach einer Werbeunterbrechung zumindest. Oder wenn wir zurück in der Stadt sind? Okay, nein, wir... sparen uns einfach das Gespräch, nicht wahr? Du machst einem armen Mädchen in den Hof, das gerade aus dem Koma erwacht ist. Kennst du denn gar keinen Charme? Come now. Sei nicht albern, Odette. Ich wollte nur Kavalier sein. Aha. Natürlich. Now then. Jedenfalls, Odette, gibt es einen Gefallen, um den ich dich bitten möchte? Noch einer. Bitte registriere meine absolute Überraschungslosigkeit. The truth is... Im Geheimlabor unseres Entführers fand ich ein gekürztes, übersetztes Exemplar von Aus den Tiefen der Hölle vor. What was that? Du machst Scherze. Unnötig zu erwähnen, dass es ein überaus wichtiger Anhaltspunkt sein könnte. Thusly. Ich muss herausfinden, wann und von wem diese Ausgabe übersetzt wurde. Lass mich mal sehen. Tut mir übrigens leid, Odette, dass ich deine Überraschungslosigkeit nicht in meine Synchro einbauen konnte, weil du sie erst am Ende des Satzes erwähnt hast. Aber das ist am Rande. Wer auch immer es gebunden hat, hat keine Kosten und Mühen gescheut. Indeed.
Das dachte ich auch. Es gibt nur wenige Buchmacher im Reich, die solch einen Folianten binden könnten. Na gut, ich werde helfen. Ich danke dir. Aha! Hoi, Rika! Hast du etwas gefunden? Die so dünnen wie robusten Seiten sind charakteristisch für feinstes Kiefernholz. Während die Textur des leuchtend roten Einbandes eindeutig auf gegerbtes Lammleder hinweist. Es gibt nur einen Ort im ganzen Reich, an dem beides in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Which means that... Steingrad, ich bin ganz sicher. Mhm. Dorthin musst du also reisen. Yes. Wohin sonst? Ich muss diesen Folianten finden, Odette. Und zwar bevor noch weitere Schrecken unser schönes Königreich erschüttern können. I see. Das war keine Frage, weißt du. Ja, ja. Hier steht echt einiges auf dem Spiel, muss man dazu sagen. Also, das ist echt eine der interessanteren Stories, finde ich definitiv mittlerweile. Also jetzt spätestens auf jeden Fall. Ich meine, es geht hier wirklich nicht nur um uns, wie bei den meisten anderen Geschichten, sondern doch um einige Menschen, die doch der gesamten Welt hier schaden könnten. You're still here. I am, but not a moment longer. Thank you for everything, Odette. I am in your... debt. You helped out a little here. What say we call it even? Be safe, Cyrus. I have a hunch you're poking around in something far more sinister than either of us can imagine. Das denke ich auch. I am well aware of the danger. I will exercise due caution. Due caution? I'll believe it once you quit diving headfirst into whatever you think smells of mystery. A man cannot so easily change his God-given disposition. You said it was 15 years ago that the tome was stolen. That I did. What of it? As you may recall, the then headmaster of the academy died under mysterious circumstances that very same year. Ach, was für ein Zufall. Vielleicht hängt unser Direktor, den wir jetzt haben, ja damit zusammen, nicht wahr? Ich sag doch, dass böse ist. Offensichtlich. And you believe the two incidents are connected somehow? No, I just like spouting valedictory trivia. But now that you mention it, the disorder following the incident would offer a convenient opportunity to misappropriate an article from the archives, wouldn't you say? Your insight is invaluable and appreciated. I will keep this in mind. I mean it, Cyrus. Be careful out there. I will. And I'll return as soon as I get to the bottom of this. You have my word. I'll be waiting with bells on. Ich dachte doch, dass dieser Typ hier ein bisschen auffällig aussieht immer noch. Dieser Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ja, damit hat es auf jeden Fall irgendwas auf sich. Der hat ja auch schon, naja, uns verfolgt nach dem ersten Kapitel von Cyrus. Und so verabschiedete sich Cyrus von Kambuch. Das übersetzte Buch, das er dem Übeltäter abgenommen hatte, führte ihn zu seinem nächsten Ziel, nach Steingrad im Hochland, wo das Original des Buches, das er suchte, sich sicher befand. Cyrus suchte weiter nach der Wahrheit. Ob er sie wohl finden wird? Das erfahren wir dann ein andermal, nicht mehr heute. Aber erstmal noch ein bisschen Reisegeplänkel zum Abschluss, nicht wahr? Mit Ulbrich natürlich, der hat ja noch gefehlt. Macht euch etwas Sorgen, mein Freund.
Ihr seht plötzlich so betrübt aus. Haltet nicht an und dreht euch nicht um. Ich glaube, jemand folgt uns. Ja, das ist nicht nur dir aufgefallen. Ihr denkt, jemand beobachtet uns. Ah, es würde uns gut anstehen, euren Instinkten zu vertrauen. Die Frage ist, wer? Zerren wir die Person aus ihrem Versteck und fragen wir sie. Zwingen wir sie, sich zu erklären. Wir könnten es versuchen, aber wenn sie entkommt, dann ist sie gewarnt. Dann gibt es einen anderen Weg. Und der wäre, unseren Weg fortzusetzen, so zu tun, als hätten wir nichts bemerkt, und sie den ersten Zug machen zu lassen. Wenn das euer Ratschlag ist, dann soll es so sein. Aber ihr müsst unser Wachposten sein, werdet nicht unaufmerksam. Den Feind zu kennen ist der erste Schritt, um ihn zu besiegen. Ich weiß nicht, ob ihr mutig seid oder die Gefahr nicht erkennt. Ich glaube, eine Mischung aus beidem manchmal, nicht wahr? Aber wie dem auch sei, das ist doch schon mal ziemlich interessant alles. Mir gefällt die Story von Cyrus immer besser und besser. Vor allem, wenn es keine komplett dämlichen weiblichen Charaktere mehr gibt, die uns aufhalten wollen auf sehr fragwürdige Arten und Weisen. Ich hoffe, euch hat das zweite Kapitel von Cyrus auch so gut gefallen wie mir. Lasst einen Kommentar da wie immer und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.